Ja, Mahlzeit. Grüß euch. Heute im Dreiergespann gehen wir heute auf den Grünstein in der Mieminger Kette. Ja, mit selber Unterstützung, faule Menschen. Und gehen wir jetzt mal los. Der Akku ist nur halb geladen, deswegen melde ich mich erst später wieder, wenn es interessanter wird. Also bis gleich. Hier beim Einstieg. Von dem Schotterfeld kommen wir gerade hinauf. Jetzt ziehen wir uns alle brav die Helme auf, packen unsere Stöcke weg und dann geht's da hinauf. Schaut spannend aus. Ich merke jetzt ganz kurz für euch Navigation, Ort, aktuell die Koordinaten vom Einstieg zum Grünstein speichern. Speichere es mal ab. Speichern, ja. Ich werde es dann in meinem Sundo-Profil zum Abruf bereitstellen. Dann wisst ihr genau, wo ihr hin müsst. Wir drei sind jetzt Steinschlag geschützt und starten jetzt die Tour. Also, viel Vergnügen beim Zuschauen. Wir haben uns eben leider in der Rinne vertan. Und das hier wäre der Weg. Etwas angenehm aus. Aber das hier ist schon harmloser. Da waren wir echt in bösem Gelände unterwegs. Gerade gesehen.
Haken, jetzt auch nochmal einen gebohrten Haken und einen Abseilhaken, kleine Steinmandel und jetzt Gehgelände. Gipfelkreuz in Sicht, da oben. Stahlseilversicherte Stück passiert und ja, wir machen jetzt das Gehgelände, bis es dann oben noch mal eine leichte Kletterei gibt, aber bisher super geil, bis auf den Verhauer direkt am Anfang, aber kann passieren. Da oben sieht man übrigens sehr schön die vier Riffel und ja, wir sind jetzt aktuell auf 2400 Meter Höhe, fehlen also noch 250 circa. Und dann müssen wir rechts queren. Aber schön viel Höhenmeter macht man hier. Hier geht es gut vorwärts. So, den ganzen Weg kommen wir entlang. Das ist der Olli. Und da oben geht es jetzt weiter. Irgendwie. Da hinten ist ein dickes Steinmandel. Da gehen wir jetzt rüber und dann nach oben. Zack, 100 Höhenmeter fehlen jetzt noch. So, aus dem Schnee raus. Komm mal her. Also man sieht's, da oben ist ein Steinmandel, da ist ein Steinmandel. Jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Wohin es
wir probieren es jetzt zuerst mal rechts. Da. Da wird es theoretisch auch durch so eine Rinne gehen. Lass uns mal überraschen. Wir gehen jetzt dann da entlang. Da ist dann jetzt definitiv der Weg. Da oben scheint es jetzt durchzugehen. Ja, so kann es laufen, wenn man nicht direkt den Weg findet. Yes. Ja. Yes. Wow. Wow. Also. Ja. Der Kai. Der Kai. Oben. Kommt ihr mal her? Ich läuft Aufnahme. Ach ja, runter mit dem Helm. Geil. Wir lassen uns es jetzt hier richtig gut gehen. Alles dabei, was man braucht. Traum. Erwalder Sonnenspitze, vorderer Drachenkopf. Hinterer Drachenkopf, Drachensee, Thaya-Köpfe, Zugspitzmassiv, Hochwanner hinten, dann Daniel-Ups-Spitze, Ammergauer Alpen, dann noch der Rest von der Mieminger. Ja, da hinten geht es schon ins Tiroler Oberland und genau die ganzen Hohen Ötztal und Stubai, Zillertal da hinten. Dann geht es ins Inntal Richtung Innsbruck. Richtig, richtig schön. Feedback gibt es am Ende, wenn wir zurück sind. Also, bis gleich. Abkletter-Action. Vielen Dank fürs Mitnehmen, liebe Tiroler. Servus. So, also wir sind jetzt zurück. Der Akku ist gerade leer gegangen. Und wir wurden eben netterweise von zwei Tiroler mitgenommen mit dem Auto, weil wir haben die letzte Bahn verpasst. Unsere Schuld. Ja, kleines Feedback zu der Tour. Also mir hat es sehr gut gefallen. Wir haben uns da ja leicht verstiegen am Anfang und dann ist es recht gut gewesen. Allerdings sehr bröselig. Von mir einen Daumen nach oben. Was sagst du? War sehr gut, Ort. Gut, perfekt, oder? Perfekt. Genau. Da hinten? Hat Spaß gemacht. Okay. Okay. Wir fahren jetzt nach Garmisch und dann lade ich den Olli jetzt endlich mal auf sein verdientes Bier ein. Und genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konntet ein paar Eindrücke gewinnen. Den Kanal vom Wabis, den werde ich unten wahrscheinlich mal einblenden. Der hat die Tour auch gemacht, meine ich, und sowieso viel in Miemingern unterwegs. Falls du das siehst, schöne Grüße. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.